Das Stuver. Hand und Haus gemacht, mit Liebe zum Detail. Österreichische Küche mit internationalem Weitblick. Genau das genießen Sie im Stuber. Freuen Sie sich auf einen Besuch. Das Stuberviertel in der Leopoldstadt hat sich vom dumpfen Vorstadtmief befreit. Die Nahwirtschaftsuni und die Messe Wien haben das Grätzl und damit auch die Gastroszene neu belebt. Das Stuwa etwa ist ein neues Wiener Beisel. Hier verschmilzt altes Interieur mit neuem und traditionelle lokale Speisen mit moderner Küche. Wir schauen auf die bodenständige österreichische Küche. Wir sind bekannt für unseren Stuwa-Schmarrn, wie ein Kaiserschmarrn, wenn man will, auf Rahmbasis. Unser Beef Tartare ist sehr beliebt mit Wiener Schnecken. Wir haben unser Langosch, die Nähe zum Prater und unser Zwiebelrostbraten. Das sind Gerichte, auf die wir setzen und auch sehr beliebt sind. Gerade das Langosch wird hier im Stuwa verfeinert. Es ist kein fetter Batzen Teig mit Knoblauch. Es ist einfach die Geschichte, die wir im Hintergrund hatten, mit der Stuwa-Straße, mit dem Stuwa, dem Herrn Stuwa, den Pyrotechniker an der K&K-Zeit, dem ersten Heißluftballonfahrer. Das war uns sehr wichtig, dass hier eine Geschichte dahinter ist. Die Nähe zum Prater war uns ganz klar, der Blick in den Prater, ein Langosch zu machen, das etwas anders ist. Belohnt wurde diese Kreativität dann sogar mit einer Gourmillon-Haube. Also eigentlich haben wir uns das auch nicht erwartet. Die Haube war ein Resultat aus unserer Arbeit und unserer Liebe zu den Dingen. Wir haben die Preise nicht angehoben, weil in erster Linie sind wir ein Lokal für das Grätzl, für die Menschen im Grätzl und in zweiter Linie für alle anderen.